So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Ihr seht schon, hier liegen Ikoria Collector Booster. Die damals so berühmten Godzilla-Karten, die Companions, der Start dieser Companion-Session, die einfach nur kacke gelaufen ist. Mutate ist hier drin, Cycling ist hier drin. Ja, ganz cool. Ich mag die Collectors Booster. Ich bin jetzt kein Godzilla-Fan, deshalb weiß ich nicht, was ich wahrscheinlich zu dieser Godzilla-Karte sagen kann. Aber grundsätzlich muss ich da halt sagen, die Booster sind halt so eine Ranzkacke, weil die halt woanders gemacht wurden. So, wir haben schön Müll wegbringen. Vulcapede, übrigens die erste Karte davon kann man immer wegwerfen, weil ihr seht diesen Strich. Seht ihr diesen Strich? Ich glaube, ihr seht diesen Strich. Die ist auch total zerkratzt und total am Arsch. Dieser Vulcapede ist, ja. 4 Mana, 2/3 fliegend mit 3 Mana Mutate und immer wenn er mutiert wird, legt man eine +1/+1 Marke drauf. Convolent, 3 Mana Counter-Target Spell, wenn der Beherrscher nicht 4 bezahlt. Pazifismus, 2 Mana verzaubert meine Kreatur, die verzauberte Kreatur wieder angreifen, noch blocken. Almighty Bushwag, 1 Mana 1/1, Trampel, für 4 Mana kriegt er +3/+3 bis zum Ende des Zuges. Poliwog Symbiot. 2 Mana 1/3. Jeder Kreaturenzauber mit Mutate kostet 1 Mana weniger. Und immer wenn man eine Kreatur mutiert, zieht man eine Karte und wirft eine Karte ab. Majestic Auricorn. 5 Mana 4/4 Wachsamkeit. 4. Entschuldigung, 4 Mana Mutate. Und immer wenn die Kreatur mutiert, kriegt man 4 Leben. Sumpf. Nur ein Land. Bondas Uranamant. 3 Mana tappen für ein farbloses, ne, Mana mit der Farbe. 4 Mana ihren Spieler, der ein permanentes namens Borans Ormant kontrolliert, zieht eine Karte. Das ist die Commander-Karte. Da hätte auch so 40, 50 Euro Karten drin sein können. Geil. Kogla the Titan Ape. 6 Mana, 7, 6. Wenn er ins Spielfeld kommt, fightet man bis eine Kreatur, die er nicht kontrolliert. Und immer wenn er angreift, zerstört man alle Fakten und eine Verzauberung. Und für 2 Mana kann man einen Menschen zurück auf die Hand nehmen und der kriegt Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Hier so, naja, affenhaft halt. Donkey Kong, nicht Donkey Kong. Fällt der Name nicht ein? Schreibt mir in die Kommentare, wie der Film hieß. Ich weiß nicht mehr. Oh mein Gott, mein Herz bricht. Zierda Dawnwaker, mein Herz bricht. Ich hätte sie so gerne gespielt. Es ist so eine schöne Karte. Und dann bannen die die einfach direkt. Und seitdem habe ich keine Chance mehr gehabt, die zu spielen. Rot-Weiß und ein farbloses 3/3 mit Companion. Alle Karten in eurem Startdeck müssen eine aktivierte Fähigkeit haben. Dann könnt ihr die als Companion wählen. Aktivierte Fähigkeiten, die keine Mana-Abilities sind, kosten 2 Mana weniger zum Aktivieren. Dieser Effekt kann die Kosten nicht unter 0, nicht unter 1 setzen. Ein Mana tappende Kreatur kann ich blocken, ist meines Zuges. Gott. I want it so bad. Gut. Dann haben wir ein Regal Leosaur. 2 Mana 2/2 mit 3 Mana Mutate. Immer wenn diese Kreatur mutated, kriegen andere Kreaturen, die man kontrolliert, +2/+1. Das ist ziemlich gut. Huntmaster Leger. 4 Mana 3/2 mit 3 Mana Mutate. Immer wenn diese Kreatur mutiert, kriegen Kreaturen, die man kontrolliert, +x/+x, wo x die Anzahl an Mutate-Karten hier drauf sind. Gerade in Kombination, richtig krass. So, Dinosaur, Cat. Und, Raugrin-Triom. Kommt getappt ins Spiel, macht entweder Island Mountain Plains und Cycling. Leute haben mega drauf gehypt auf diese Länder und dann sind die richtig in den Keller gegangen und mittlerweile haben die sich, glaube ich, erholt. Ich müsste mal nachgucken, ich weiß es tatsächlich nicht. Ist ja eher so ein Commander-Ding. Und wir haben Anguris Armored Killer in Foil. 4 Mana 4/4 für 3 Mana Mutate, Reach Trample. Immer wenn diese Kreatur mutiert, zerstört man alle Faktor Verzauberung, die deinen Gegner kontrolliert. Dann haben wir in Foil noch einen Chittering Harvester für 6 Mana 4/6 mit 5 Mana Mutate. Und immer wenn er mutiert, muss jeder Gegner eine Kreatur opfern. Und einen Kraken bzw. einen Human Token. Ja. Das mit der Zähler bricht mir halt echt das Herz. Ich hätte sie so gern gespielt. Scheiß auf Lurus, der damals so stark war. Ich hätte gern damals Zähler gespielt.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.